EM-Rente wurde mir befristet bewilligt. Soll ich Widerspruch einlegen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Rente wegen voller Erwerbsminderung zuerkannt bekommen. Diese Rente wurde mir aber nur befristet bewilligt. Die Deutsche Rentenversicherung oder der Rentenversicherungsträger hat mir mitgeteilt im Bescheid, dass zu erwarten ist, dass in den nächsten 2 Jahren möglicherweise aus medizinischen Gründen eine Besserung meiner Erwerbsfähigkeit eintreten kann. Und deshalb stellt sich für mich die Frage, macht es Sinn, soll ich gegen den Bescheid Widerspruch einlegen oder soll ich es lieber lassen? Meine Damen und Herren, das ist eine schwierige Frage, aber Sie wissen ja, wie das ist. Was man hat, das hat man. Ne? Und wenn ich einmal diese befristete EM-Rente in der Hand habe, dann sollte ich sie nicht zwingend aufs Spiel setzen. Und es gibt Gründe. Erstens, wenn Sie wirklich krank sind, wenn Sie nicht in der Lage sind, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten, auch wenn es nur nach Ansicht der Rentenversicherung für 2 Jahre so ist, dann sollten Sie Ihre Kraft möglicherweise nicht in einen zermürbenden Rechtsstreit setzen, um dann vielleicht doch irgendwie eine Dauerrente zu bekommen, sondern einfach diese Zeit, die 2 Jahre abwarten und zu schauen, wie sich Ihre Gesundheit tatsächlich entwickelt. Oftmals hilft ja auch immer der Kontakt zu Ihrem Arzt, der dann sagt, pass auf, mein Lieber, ich schätze das so ein, bei dir ist keine Besserung eingetreten, eher sogar noch eine Verschlechterung. Dann kannst du also wirklich ohne Probleme einen Weitergewährungsantrag stellen und dann sieht die Sache vielleicht doch ganz anders aus, dass man im Rahmen des Weitergewährungsantrags dort eine Entfristung anstreben sollte. Wenn Sie krank sind, brauchen Sie Ihre Kraft dafür, dass Sie Ihre Krankheit in den Griff kriegen und dass Sie wieder halbwegs gesund werden. Wenn Sie sich diesen Stress antun und hier möglicherweise ein Widerspruchs- und Klageverfahren durchführen, ist das vielleicht kontraproduktiv. Vor allen Dingen in den Bereichen der seelischen Erkrankung raten wir in solchen Fällen von Widersprüchen ab. Nur wenn es wirklich aus der Aktenlage sich für uns ergibt, dass die Befristung nicht gerechtfertigt ist, und dass hier aus medizinischen Gründen eine Dauerrente vorliegt, da empfehlen wir dann, gehen Sie bitte in Widerspruch oder gegebenenfalls ins Klageverfahren. Und gibt es noch einen dritten Grund? Der Gesetzgeber geht immer davon aus, dass eine Erwerbsminderungsrente per se befristet bewilligt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.